Die Sache ist, ich würde hier gerne den Block abbauen, um zu gucken, was dahinter ist. Ob da vielleicht ein Raum ist. Nur ich habe Angst, wenn ich das abbaue, dass wir dann irgendwie das Weltall öffnen und dadurch sterben. Boi Rio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paradox mit Early Boy. Hallo! Und so. Irgendwie leckt das immer noch ein bisschen, aber das liegt wohl wirklich am Server. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das in den Griff kriegen soll. Vielleicht, es gibt doch dieses Fast-Dingsbums-Map. Ich zeige euch mal. Schnell den Server neu. Nee, das nützt nichts. Ja, bin ich sicher. Reward Pack oder Golden Karotte? Ich habe die Golden Karotte genommen, was du nimmst, ist mir egal. Ich habe herausgefunden, man muss diesen blöden Ding hier aktivieren und dann lädt sich da oben hier diese Amplifier-Maschine auf. Das muss ich jetzt zweimal machen. Wow, ich bin so stolz. Oh, warte. Und da gibt's das. Wir können jetzt einen Wither spawnen, wenn wir wollen. Ja, geil. Lass uns direkt das Spiel verlieren. Machen wir. Wo ist der Dirt hin? Ich hab doch gerade Dirt abgebaut. Nein. Die könntest du mal bitte da unten nochmal auf die Maschine drücken? Welche Maschine? Ja, die unten. So. Geh mal da unten runter und drück mal am Knopf. Ja, ja, warte. Sei mal nicht so unfähig. Bin ja unfähig. War kreativ. Woher hast du denn so viele Köpfe? Hast du die alle gekriegt oder was? Danke, stopp, warte, warte. Gut, dass die Erde sich so nicht leckt. Okay, nochmal. Wir brauchen mehr Erde. Wir brauchen 4 Stück, das ist die Quest. Nochmal. Ich muss mal 2-mal drücken, dann krieg ich 1-mal Erde. Na, ich habe ja noch Essen. Okay, nochmal. 3. Eine blöde Stromversorgung. So, 4. Okay. Dann gucken wir jetzt mal. Das müsste die Quest müsste damit abgeschlossen haben. Unter Basic Survival. Sugar Rush. Manual Submit. Und jetzt. Also ich wähle Scheiße. Sugarcane oder Reward? Ich nehme Sugarcane. Es gibt, das weiß ich noch, aus Material Energy mit Node Up, hier gibt es irgendwo einen Decomposer, der verwandelt. Was ist das? Ein ganzes Chemielabor. Oh, ich habe 6 Aura Nodes bekommen. Wofür waren die nochmal gut? Tomcraft, zum Scannen. Ah, cool. Wird eine die Chemical Decomposer. Es gibt aber auch Aura Nodes inzwischen, die ein schwarzes Loch sind. Wie wir nichts abbauen können, weil wir keine Pickaxe haben. Sag mal, das kann's doch nicht sein. Wir müssen doch hier irgendwo Werkzeug haben. Ich gehe jetzt erstmal auf die Suche nach Werkzeug. Da kann ich nicht angehen. Ich hab schon überall gesucht. Das glaube ich dir nicht. Du misst Journal. Aber wir haben ein AE-System, also ein Item-System. Vielleicht ist da ja irgendwo was drin. Es geht doch nicht an, dass wir kein Werkzeug haben. Hier irgendwo was Interessantes in den Dingen? Ne, was? This is Jade. When you will be ready reading this, I will probably be deaf. So I'm. Don't worry. Ich habe auch ohne Ende von den Dingern. You have more things than whatever. Anyway, you will forget it all. So here's a note. The device didn't work. It explodes. Welches Device? And ich went weiß flying. Es nicht. It was hilarious. By the way, I'm tearing your old diary. Yeah, who is wrong now, huh? Seh nicht. Ha? Okay, hier sind Kisten, da packe ich den Scheiß einfach mal rein. Need a chest, ich hoffe, das sind normale Chests. Wir haben ja sonst keine Chests. Ist doch kacke hier. Ich packe da auch die Item-Cards rein, ja? Ja, tu das, ja, ich suche mal nach Werkzeug. Vielleicht hat einer unserer ja, anderen... Ja, natürlich. Hast du denn gedacht, was das ist? Was zu essen? Wir haben halt das Problem, dass wir Essen brauchen und dafür. Willst du mich jetzt verarschen? Wo kommt die denn her? Das ich habe auch eine Pickaxe! Ich habe eine Pickaxe! Du Unfähiger! Okay, ich komme. Ich wollte dir mal zeigen, die Mod wirst du noch nicht kennen. Die ist wahrscheinlich neu für dich. Und Hallo? Zwar gibt es. Hallo! Hallo? Ich hab ein Fenster gemacht. Hallo! Ja, wir können jetzt endlich. Oh, das. Hier gibt es Chemical Decomposer. Den müssen wir jetzt mal abbauen. Ja.
Ein reicht, einer reicht. Wir brauchen nur einen. Und den müssen wir aber irgendwo eine Stromquelle hinpacken. Und zwar an diese scheiß Geräte hier. So, aber wo... Ach. So eine Kacke. Ja. Ja, vergiss es, machen wir nicht. Das ist zu doof. Wir müssen noch mehr Erde produzieren. Willst du noch ein bisschen drücken? Nee, ich hab genug gedrückt. Ich guck, wir müssen aber, da kriegen wir Sepplinge, da können wir Bäume anpflanzen. Alter, ich sag das Ding. Du kannst einfach vier Dirt kannst du so mitten. Wieso? Ja, dann haben wir eine Quest weiter. Du bist ja sowieso. Ich hab doch schon vier submitted. The Power of Love aber nicht. Ich bin jetzt bei A Loggy Day. Ach, ja, denn. Und die sollen wir im Observatorium anpflanzen, also oben wahrscheinlich, da wo ich der. Und ich sollte einmal in der Küche nachschauen, da sollte etwas Bonemeal liegen. Und ich sollte das Eisen und das Redstone. Das ist kein Dirt, Baloui. Wie fand ich das ein normales Dirt? Einfach ins Crafting-Feld nehmen. Ah. Kacke, wir müssen noch mehr davon produzieren. Also entweder du drückst und, oder baust ab, kannst du ja aussehen. Ich baue ab. Ja, war klar. Lusche. Wir brauchen noch 8 Dirt. Ja, dann drück mal. Nur drück doch. Was war da alles für kack-negative Effekte kriegt, nur weil man diese blöde Maschine drückt. Hey, du wirst halt gecheckt. Ich connecte mal neu, vielleicht fix ist das. Nee, das ist nicht am Server, sehe ich ja. Leckt das bei dir auch? Konsole. Auf? Ja, ja. Mal so. Da ist Erde. Ja, ich baue schon ab. Ich weiß nicht mehr, wie diese Mod heißt, die generell alles schneller macht. Muss ich noch gleich nochmal nachgucken. Die Programmierfehler behebt, sozusagen. So, wie viel Erde hast du jetzt? 3. 3, hurra. Wir brauchen aber... Wie viel Erde hast du noch? Beide Quests, die kommen, brauchen beide Erde. Ja, deswegen... Power auf was weiß ich und die andere auch. Ich habe keine Erde mehr. Ja, dann mehr. Dann hau mal rein, dann machen wir mehr. Ja, ich drücke ja schon, da ist doch Erde. Nimm sie weg. Da ist Erde. Bau sie ab. Wäre jetzt toll, wenn wir so eine dauerhafte Maschine hätten, die uns die Stromversorgung produziert. Wir haben doch einen. Wozu haben wir denn da unten im Keller einen Reaktor stehen? Wenn er nicht mal seinen Job tun kann. Machst du Org? Ich mach das Birken. Oder? Ja, was gibst du denn jetzt ab? Ich habe jetzt Birken-Saplings geholt. Birken-Saplings. Warte. Da hast du angenommen. Okay, dann nehme ich Oak-Saplings, ja. Okay, hab. Und dann müssen wir jetzt noch Power of Love. 4 Dirt. Wie viel haben wir noch? Du hast gar nichts mehr, ne? Ich hab kein Dirt mehr. Ja, und dann brauchen wir noch Dirt, wo wir die Bäume anpflanzen, ne? Wäre auch nicht schlecht. Wir brauchen ja noch Dirt für die andere Quest auch noch. Welche? Power of Love. Ja. Ja, deswegen sag ich, wir nehmen jetzt erstmal die 4. Und, ja. Dong, da war die Uhr. Dong, dong, dong. Da, neue Erde. Erde, Erde, Erde. Mach die Erde weg. Das ist ein scheiß Job hier unten. Ja, ohne Scheiß. Da ist Erde. Warum bist du unfähig? Ah, lol, das sehe ich jetzt erst. Wie, das sie? Ja, hier hast du. Ich mach mal kurz eine weitere Quest fertig. Ja. Wo muss ich hin? Haust du jetzt gerade etwa einfach ab und lässt mich mit dem Scheiß hier alleine? Ja. Ich erledige mal eben kurz eine Quest für uns. Hoffentlich bringt die auch was. Bringt, oh ja, die bringt. Oh! Die bringt eine ganze Menge. Dann wird sie wahrscheinlich nicht jetzt so einfach machbar zu sein. Ja. War das ätzendste, um Strom zu produzieren, was ich jemals gesehen habe.
The Power of Love! Was man dafür alles machen muss. So, dann gib mal The Power of Love ab. Sehr schön. Okay. Growing Pink. Was ist Growing Pink? Plant has an interesting property. It only grows in dark ceilings. Was? And one fully grown, it will drop some pink dye underneath it. So this might be a source eine Quest of pink dye. Ja, warte. Also wir haben Pink Wein bekommen, also so Büsche, die nur im Dunkeln wachsen und die droppen oder die kann man benutzen, um pinke Farbe zu bekommen. Und wir müssen einen pinken Generator bauen. Pink Generator oder Finn, gibt's hier irgendwo einen Pink Generator? Der uns Strom versorgt. Mit dem Kompass? Uns Strom produziert. Hör mir halt nicht zu. Ja, ich guck gerade, ich habe ganz tolle Sachen bekommen. Ich hab keinen Platz. Wo hast du denn die ganze Zeug hingetan? Ja, ich hab jetzt ein Bag dafür. Backpack. Rucksack, Backpack. Ja, aber ich will wissen, wo du dein Zeug hingetan hast. Eine andere. Das Chemielabor hinten in den Kisten. Chemielabor 2. Ah, super. Bücher, 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 Bücher. Hat er die Karten reingetan? Du weißt, dass diese. Naja, ist ja egal. Was kriege ich denn gerade alles? Du Arsch! Du wolltest den Kram haben! Nein, wollte ich nicht! Da ist er pink gedönt. Ja, kannst du mal dir einen eigenen Gefallen tun und beiden Gefallen tun und das pinke Gedöns irgendwo anpflanzen? Bitte, danke. Wie soll ich das anpflanzen? Ja, irgendwo hinstellen. Irgendwo im Dunkeln, dann abbauen, bitte. Oder was? Ja. Im Dunkeln, ach, was krieg ich denn jetzt? Oh, ich krieg eine Bag. Warum im Dunkeln? Weil die nur im Dunkeln wachsen. Weißt du, deswegen. Oha, oha. Ich habe ein Safe hingestellt, da passt ein bisschen mehr rein. Und ein Hardcontainer. Yay. So, da tun wir mal. Den ganzen Schrott, den Ernie mir hier ins Inventar geworfen hat. Ich hasse ihn so sehr. Bone Meal. Sugarcane, Wasser, was hast du mir den ganzen Scheiß gegeben? Ein wenig Licht für Baloui. Ich wundere mich gerade, warum es heller geworden ist hier. So, Early, wir müssen jetzt einen Pink-Generator bauen, der funktioniert mit pinker Farbe. Und diese Pink-Dinger, die du unten in den Keller gebracht hast, die du irgendwo angebaut hast, die kann man mit einer Weile pinkes Zeug von ernten. Und irgendwie können wir sogar weitere... Die Sache ist, ich würde hier gerne den Block abbauen, um zu gucken, was dahinter ist. Ob da vielleicht ein Raum ist. Nur ich habe Angst, wenn ich das abbaue, dass wir dann irgendwie das Weltall öffnen und dadurch sterben. Ja, tu's doch bitte nicht. Siehst du bei dir auch nur diese pinke Zeug von einer Seite? Ja. Okay. Hey, wo ist dein Loch? Das Life-Level ist unter 3. Unter 12. Okay, jetzt gucken wir erstmal. Was gibt's denn hier noch an Quests? Basic Fluid, ja, soweit sind wir noch lange nicht. Power Array. Sticky Situation, Slime Ball. Light Level, ist jetzt nicht, egal. Irgendwo hat er gerade geschrieben. Hat der Server genug Arbeitsspeicher, fällt mir gerade. Ja, mehr als genug, aber er braucht nur 300, ich sehe es ja. Das ist ja das. Wir haben doch pinke Farbe bekommen. Ja, ich muss gerade mal gucken, wie man die baut. Also man kann diese Büsche wohl nachbauen. Da. Ah, mit Vines außenrum und Farbe in der Mitte. Da kriegt man 4 Stück davon. Aber wir haben keine Workbench. Okay. Ali, wir müssen jetzt unbedingt mal einen Baum pflanzen. Könntest du jetzt mal da unten drauf drücken, bitte noch? Zweimal? Ali. Ja, mal. Danke. Ja, habe ich. Machen wir noch zweimal. Da haben wir 2 Bäume. Können wir 2 Saplings pflanzen. Das sollte dann für den Anfang genug sein, hoffe ich. So. Dann gehen wir jetzt. Also, die haben gesagt, der Platz dafür ist nur oben im. Ach, wir hatten noch Dirt. Egal.
Platz ist dafür wohl nur oben im Observatorium. Was ist das für ein weißes Dingen? Ach, das ist die Lampe, die du abgebaut hast. Ja. Okay, ich verstehe. So, Sepplinge nehme ich mal mit. Ich gehe mal. Ja, wir haben ja jetzt Bäume. Kannst du Bäume fällen? Außerdem, nein, wir müssen. Du hast deine Maschine oben, ne? Hast du gesagt? Ja. Dann haben wir irgendwo Sand. Hast du schon Sand gesehen, wo wir Sugarcane anpflanzen könnten? Nee, kannst du auch einen Dirt anpflanzen. Kann ich? Ja. Okay, dann Dirt komm mal mit. Ich erkläre dir das oben. Komm mit. Geht's hier hoch? Ja. So, wo ist unser Observatorium? Vorne, ne? Dieses Raumschiff ist so groß. Einfach so riesengroß. So. Hallo, also. Freunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bäume. So. So. Bomi. Zack. Wo ist das Bomi denn her? So, das gab's unten in der Küche irgendwo. Jetzt, so, Sugarcane sagst du. Ne, guck, ich kann kein Sugarcane anpflanzen. Ja, muss auch Wasser neben sein. Sugarcane wächst nur am Wasser. Ah, okay, dann weißt du, was du zu tun hast. Okay, jetzt komm mal her, ich will dir das mal eben mit der Chemie erklären, damit du das selber machen kannst, weil das wird noch öfters der Fall sein. Hier drauf, also das Ding braucht Strom. Ja? So, und dann kannst du da oben Sugarcane reintun, jetzt mal nicht alles, was wir haben. Das verwandelt dann. Ja. Wenn es Strom hat. Der Sugarcane in Wasser. Hat nicht genug Strom. Unpowered. So eine Kacke. Ich glaub nicht, dass das zusammenwirkt. Arbeitet. Nee, das irgendwie nicht so wirklich. Wir müssen jetzt wirklich den Pink-Generator bauen. Ja, Eddie, da musst du mir jetzt mal mithelfen. Wir müssen Steine kloppen. Und pass auf, dass wir hier ja Zeppelins rauskriegen, weil das waren unsere einzigen. Ja, aber bau nicht ab. Das ist, glaube ich, dann verringert das die Chance. Nee, glaube ich nicht. Oh nein. Und am einen kriegen wir schon gar keinen Zeppelin, ey. Ich dreh schon durch. Von Birken hast du noch keinen Zeppelin bekommen, oder wie? Nein. Dann lass den normal abbauen. Okay. Ja, raus. Ihr Lieben, aber ich würde sagen, an der jetzigen Stelle beenden wir die heutige Folge. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn das so ist, und dann schaltet ein, wenn ihr wissen wollt, was wie wir das Weltall retten hier in Paradox. Ja, das Universum retten. Ja, das Universum. Tschüss!